Hallo Freunde, der NRW bei 18 hier. Ich begrüße euch zu einem Spezialvideo von mir. Ich habe es euch angekündigt vor vielen, vielen Tagen, vielen, vielen Wochen. Die Gamescom 2013. Sie rückt immer, immer, immer näher. Im August diesen Jahres ist es wieder soweit in der Köln-Messe Deutz. Ist es wieder soweit? Die ganzen Spieler, User, Zuschauer, Let's Player, alle kommen so zusammen und werden in diese kleinen Messehallen gepfercht. Und ja, ich werde dieses Jahr auch mit dabei sein, im speziellen Auftrag. Ich bin von der Gamescom, von der GameStar, so viele Worte, werde ich da sein, werde dann auch dafür Videos machen, die werden dann auf meinen Kanal kommen. Ich werde vielleicht auch Backstage tätig sein können und dürfen, werde Interviews machen, werde vielleicht ein paar Reportagen machen und ich werde natürlich auch einen Let's Travel machen. Ich werde an zwei Tagen da sein, an zwei Tagen. Am Freitag und den Samstag. Ich gucke jetzt nochmal ganz genau, ich habe mir das aufgeschrieben und zwar werde ich, die Gamescom ist vom, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, vom 21. bis 25. und ich werde den 23. und den 24.8. da sein. Ich bin hier zeitgleich, ihr könnt es hier auch nochmal lesen, auf meiner Fanpage am Stöbern, denn ich habe jetzt lange Zeit nichts mehr von mir hören lassen und ja, deswegen werde ich mich jetzt hier auch wieder ein wenig verstärkt drum kümmern. Aber das soll jetzt nur ein Spezialvideo sein zur Gamescom und ja, was soll ich sagen? Ich gucke jetzt hier währenddessen nochmal schnell nach. Nicht, dass ich hier gleich was Verkehrtes sage. Ich weiß, ich hätte mich vorher informieren sollen, bla bla bla. Aber nichtsdestotrotz, ja, vom 21. bis zum 25. ist die Convention und am Freitag, den 23. und Samstag, den 24.08.2013, werde ich da anzutreffen sein. Im Prinzip genauso, wie ich jetzt aussehe, außer mit meinem Headset, das werde ich nicht mitnehmen und nicht auf dem Kopf haben. Aber ihr könnt mich daran erkennen. Das werde ich anhaben, die NRW über 18 Studios einmal hin, alles drin, den werde ich hinten und vorne drauf haben. Das heißt, auch wenn ihr mich nur von hinten weit seht in Orange, dann könnt ihr sehen, NRW über 18 Studios. Dann bin ich das. Ihr könnt mich gerne anquatschen, ihr könnt Autogramme von mir haben. Ich werde gucken, dass ich vielleicht ein paar Autogrammkarten, so blöd sich das jetzt auch für mich selber anhört, dass ich die mit habe. Ich werde vielleicht kleine Goodies mitbringen und so weiter und so weiter. Das werde ich mir alles noch zusammenstellen. Und ja, auch wenn keiner kommt, dann habe ich mehr Zeit für euch, nämlich dann meine Zuschauer, nämlich dann Videos zu machen, mich selber umzuschauen. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie es dieses Jahr sein wird. Letztes Jahr bin ich leider nicht dazu gekommen. Ich war zwar jeden Tag an der Messe, allerdings nur während der Arbeitszeit. Ich habe euch hingebracht und ich habe euch dann auch wieder zurückgebracht, da wo ihr dann hin wolltet. Und naja, dieses Jahr ist es aber anders. Ich werde mir extra frei nehmen. Hatte ich letztes Jahr eigentlich auch vor, aber das hat nicht geklappt. Den Freitag und den Samstag, dass ich dann für euch dort anzutreffen bin. Ich werde selber auch logischerweise viel Spaß haben. Ich hoffe es jedenfalls. Und ja, das war es eigentlich auch schon von meinem Spezialvideo. Das soll es auch schon gewesen sein. Mehr Informationen gibt es nicht. Die Anfahrt, die Eintrittspreise könnt ihr alles der Seite im Internet entnehmen. www.gamescom.de. Gamescom.de, meine Güte. Da steht alles zur Gamescom und ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht an den zwei Tagen auch da sein werdet, denn dann hat man endlich mal die Möglichkeit, sich zu sehen. Es gibt noch sehr, sehr viel mehr zu berichten, dazu aber jetzt in diesem Video nichts mehr. Das wird in einem anderen Video dann zu sehen und zu hören sein, was jetzt demnächst auch kommt, nämlich ein neues Let's Info. Und ja, dann würde ich sagen, war es das erstmal von mir aus hier zur Gamescom 2013. Auf meiner Fanpage stehen auch nochmal alle Informationen, die ich jetzt auch nochmal gesagt habe, in schriftlicher Form. Da ist ein Counter, wo ihr genau sehen könnt, wie lang es noch zur Gamescom-Eröffnung ist. Und dann, wenn die eröffnet ist, könnt ihr dann eigentlich mit euren kleinen Fingerchen dann zählen, wie lange es dann noch bis zu diesem Freitag ist, wo ich dann da anzutreffen bin. Ich bin von morgens bis, ich denke mal, bis zum Schluss oder bis spät nachmittags bin ich da. Die Videos werden dann nach der Gamescom. An dem Wochenende weiß ich nicht, ob ich dazu komme, wegen der Arbeit dann, dass ich die dann rendere und bearbeite. Aber das wird, wie gesagt, alles ein bisschen länger dauern, weil es extrem viel Material ist, was da höchstwahrscheinlich gedreht wird. Und ja,
dann werdet ihr dann, ich denke mal spätestens die Woche danach, hier auf meinem Kanal auch alles dann zur Gamescom 2013 sehen können. Das war's von mir aus hier. Wenn ihr Fragen habt, einfach eine E-Mail schreiben oder unten in die Kommentare posten. Die werde ich mir auch angucken, logischerweise. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns spätestens auf der Gamescom 2013 in Köln. Bis dahin, NRW bei 18, adieu.